Jo, eine Abfangkiste noch? Ja, das wollte ich. Achso, die Termiten wieder. Ja, die waren geil. Wo ich es gerade sehe, Baumunition, Holzkisten, ruhig ein paar. Und Ärmchen fehlen auch wieder. Repair Pack, vielleicht auch demnächst. Kann ich Repair Pack schon machen, so früh? Ganz billige vielleicht? Nein. Und Radar. Radar braucht ziemlich viel Strom. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ja. Ich kann aber schon mal in die Quakeway da unten die hier mit reinpacken. Recht viele. Und ich fange hier das, glaube ich, schon ab. So, Ärmchen müssen noch gebaut werden. Oh, genau, die Tränke. Ganz schnell runter. Da, sonst wird die Forschung nie fertig. Du, Hälfte da, Hälfte da. Gut. Hier Kohle abfangen, die ich dann benutzen kann, um unten die Schmelzöfen zu befüllen. Du kommst mit. Du kommst mit. Ja, ihr seht ein wenig spärlich aus und die Forschung ist durch. Gut, dann nehme ich als nächstes mal Optics, damit ich Licht machen kann. Ist hier sonst doch ein bisschen düster. Da. So, Kupfer kommt, das kommt. Drills sind in Arbeit. Dann sollte ich auch bald die roten Tränke automatisieren. Beziehungsweise erstmal Fabriken erforschen und dann die roten Tränke automatisieren. Und ich habe noch gar keinen Steinabbau, richtig? Richtig. Bau mal hier rüber. Und setz mal hier einen Drill hin. Mit 3,8 pro Sekunde. Guti. Hätte ich auch meine Steinproduktion automatisiert? Ach ja. Das läuft doch richtig gut. So, mit. Ja, du bist auch schon wieder bei 60% Auslastung oder so. Bau. Davon nochmal zwei und ganz normale Eisenrohre. Und das hier zwischendrin. 100 Grad Temperatur. Ja, sehr schön. Blub, blub. Hat es hier hinten auch noch 100 Grad? Nee, hier schon nicht mehr. Okay, das klappt so nicht. Das heißt, ich, ja, pro Dingens ein Dingens. Pro Boiler eine Turbine. Greenhouse. Learn how to grow trees indoors. Ist dann wohl die Weiterentwicklung oder eine Alternative zu dem Tree Farm Mod? Ja, aber ich würde ganz gerne erstmal hier Fabriken bauen können. Dafür muss ich aber selber erstmal noch rote Tränke herstellen. Bis das soweit klappt. Nom, nom, nom. Achso, und hier wollte ich ja noch mehr Drills hinpacken. Pack da nochmal einen hin. Jetzt leg den da drauf. Strommäßig ist das jetzt okay, jetzt wo die dritte Turbine haben. Dann nehme ich dich mit. Das ist alles viel zu langsam hier. Ich müsste eigentlich den Mod rauskramen, der dafür sorgt, dass das Spielercrafting schneller wird. Das ist irgendwo hier drin versteckt. Die Möglichkeit, dass alles, was der Spieler herstellt, x% schneller gemacht wird. Aber ich weiß halt nicht, wo. Alien Hybrid Upgrade? Nein. Was ich noch ganz schön finde, war das hier. Mit der Dekoration. Also ich kann dann einfach irgendwo in die Welten oben bappen. Um irgendwas zu organisieren oder kenntlich zu machen und dergleichen. Das finde ich echt schick. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das letzte Folge schon erwähnt hatte oder nicht. Oh ja. So. Komm, go, go. Wer hätte ich doch nicht von vornherein zwei Fabriken nehmen sollen. Da komme ich gar nicht hinterher mit dem Bauen. Von den roten Tränken. Oh, ich kann doch schon Repair Packs herstellen. Sehr gut. Wurzel, Wurzel. Damit müssten die Fabriken jetzt durch sein. Ich mache dann hier die Fabriken, weil dann kann ich mir von hier das Eisen holen und von hier hinten. Ja, sehr schön. Von hier hinten das Kupfer. Also ein Ärmchen fängt das weg und der ganze Überschuss kommt nach da. Dann kommt hier die Fabrik hin, die roten Tränke. Nee, Mist. Also ich baue gerade Galena zu, was nicht unbedingt toll ist.
Du kannst mal abgebrochen werden. Hier kommt die Fabrik hin, die Zahnräder macht. Und hier kommt die Fabrik hin, die die roten Tränke macht. Das heißt, ich bräuchte noch eine zweite Fabrik. Und dann bräuchte ich theoretisch noch ein Fließband, das dann wieder zurückführt zu den Forschungslaboren. Mal gucken. Wo ist meine Fabrik gelandet? Achso, ist noch gar nicht fertig. Da ist die erste Fabrik. So, zack. Du, Zahnräder. Dann Ärmchen. Dann Ärmchen. Und nächste Fabrik. Du, rote Tränke. Sehr schön. Und jetzt kommt hier das Ding. Was jetzt noch mehr Eisen braucht. Und Zahnräder. Eigentlich hätte ich auch ganz gerne eine eigene Kiste für Zahnräder. Staut sich das hier irgendwo? Bisschen, ne? Okay, dann mache ich immer noch eine Kiste hin für Zahnräder. Ruhig beschränkt auf erstmal nur einen. Dass ich mir zwischendurch mal hier welche rausnehmen kann, um das schneller alles herzustellen. Weil Fließbänder zum Beispiel brauchen ja recht viele davon. Und ein Großteil der Zeit ist erstmal mit dem Craften von den Zahnrädern in Beschlag genommen. Und ich glaube, ich lasse dich hier durchfahren. Dann kann ich oben und unten auch noch einen davon nehmen. Ja, das ist doof. Ich mach das mal anders. Mach mal... Erstmal gucken, wie das hier aussieht. Wo sind Dinger? Da sind Dinger. Jedes Mal, wenn ich das erste davon setze, geht das Ding hier auf. Das habe ich auch ganz verplant. Forscht Optics 2? Nein. So, so. Kann es sein, dass sie an der Größe von den Laboren irgendwas geändert haben? Weil irgendwie ging das früher besser auf. Ich hatte andere Masten benutzt, deswegen ging es besser auf. Ja gut, dann einfach so. Bis nach da. Und forsch jetzt bitte Stahl. Go. Die da wegfangen, hier wieder reinschmeißen. Und du... Das mit dem Wegfangen war eine doofe Idee, ja? Die werden nämlich zu schnell weggefangen und das Ding bekommt jetzt nicht schnell genug seine Zahnräder. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Electric Mining Drills. Mehr davon. Kupfer staut sich. Eisen nicht wirklich. Also brauche ich mehr hier. Du. Mach. Da und da und da jeweils ein. Mit jeweils auch einem Stone Furnace. Und ich muss meinen Stein mal wieder abholen. Und Licht. Oh. Was? Licht braucht blaue Bretter? Ernsthaft? Für die blauen Bretter muss ich jetzt mal irgendwas anderes forschen. Hier? Ah, Carbonsäure. Oh Gott, nein. wo ich die Schmelzen hier schon sehe. Die Chemical Furnace und die Mixed Metal Furnace und was Bob da noch so alles einführt. Das ist so ein Horror. Die wären gut. Brauchen allerdings schon grüne Tränke. Türme wären gut, kosten nichts. Mauern wären auch sehr gut. Da sind die blauen Grisseldinger. Bräuchte 30, das geht. Und hier kommt's. Solder, Solder Plate, Tin, Copper Wire und Basic Electronics Kram. Braucht allerdings Carbon. Fürs Carbon brauchen wir das da. Und das wird wo hergestellt? Hier? Ja, also es ist schon, ne? Nicht gerade einfach jetzt der Anfang. Aber ich werde erst, was bist du? Warehouse. Stores many, many items. ja. Nee, ich gehe erstmal auf den Turm. Ich hätte ganz gern so ein bisschen Verteidigung zumindest. Du, du, du. So, so, so.
Zack, zack, zack. Und ich brauche wieder Ärmchen, lass mich raten. Ah ne, da, 8 Stück, okay. Raus, raus. Und das Ganze auf nicht existente Fließbänder. Bau, 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 bau. Um dann ebenfalls auf dem Fließband da oben zu landen. So. Wie schaut es mit dem Strom aus? Schlecht, weil ich jetzt gerade so viele neue Sachen gebaut habe. Okay, kann ich mitarbeiten? Bau. Boiler. Kann ich jetzt schon die besseren Boiler bauen? Oder braucht man irgendwas Besonderes? Braucht man was Besonderes, oder? Stahl. Stahl habe ich erforscht. Das heißt, ich könnte jetzt hier... Bau mal... Wo bist du? Da. Stone Furnace. Bau mal hier jetzt ein Stone Furnace. Weil wir eh mehr Eisen bekommen, als das eine Ärmchen da weglegen kann. Du das denn da unten in die Kiste? Du brauchst Kohle. Nom. Plus das, was ich da angesammelt habe. Wie viel hast du? 177 Kohle. Ja, sehr schön. So. Einmal volles Programm. Ah, 100 Stück reichen. So, Stahl wird jetzt hergestellt. Mit dem Stahl mache ich die besseren Boiler, die dann hoffentlich effektiver sind als diese Boiler hier. Da steht nämlich Efficiency 50% und bei Yuuki steht 68%. Schon schick. Und wir konnten irgendwie noch diese Kohlepellets herstellen. Also diese kombinierten Druckdinger. Muss ich auch nochmal schauen, wie das sich aufgeht. So, Turrets haben wir. Es gibt auch Sniper-Turrets, MK2 Turrets mit einer höheren Reichweite und einem Damage-Bonus von 150% statt 100%. Was bist du? Achso, ein Turret-Replicator. Ja, nee, erstmal nicht. Bessere Rüstung. Bräuchte ziemlich viel Stahl. Weiß ich jetzt nicht so. Nee, nee. Ah, bessere Untergrundrohre und Untergrundbales mit jeweils der Anzeige, wie weit sie kommen. Das finde ich schön. Schön übersichtlich. Ja, Mauern. Mauern klingt super. Da. Ein Boiler braucht 2 Stahl. Brenn schneller, du Lump. So. Dann kann ich die nämlich einfach setzen. Wenn ich ihn so setze, kommt er hinten nicht... Wow. 58 Grad? Was ist da los? Okay. Boiler. Kommt der jetzt höher? 50, 2... Ja, das sieht schon viel besser aus. 70... 80... 90... Und gleich 100. Okay, und das waren nur 2 davon. Das heißt, 2 davon und ein Alter schaffen es, 4 von denen auf 100% zu halten. Das heißt, wenn ich nur die Yuuki-Boiler benutze, reicht ein Boiler für 1,3 oder so von den Turbinen. Muss ich dann schauen. Also brauche ich jetzt noch einen davon und noch 2 davon. Und da waren gerade die Pellets, genau die Dinger da. Achso, die kriege ich nur aus Kohle-Dust. Wo kriege ich jetzt Kohle-Dust her? Aus dem Crusher? Stimmt, die Ps und Ys und Vs und was es da alles gab. Wo sind die hin? Hier. Form Press Crusher. Kann ich mit dem Crusher jetzt aus dem Eisenerz auch wieder Eisen... Oh ja, das teste ich gleich mal. Aus Eisenerz wieder so Eisenpulver oder Eisendust machen, um das zu verdoppeln. Das wäre echt schick. Was mache ich hier? Alien Hybridization. Stein plus Alien-Artefakt. Ja, du mich auch. Garantiert nicht. Nicht in absehbarer Zukunft. Waterbore. Nein. Alloy Processing. Nein. Ich sollte das hier machen, ne? Für blaues Grisselzeug. Für ganz viel interessant aussehendes anderes Gedöns. Go. Ah genau, ich war hier oben, um noch 2 davon hinzusetzen. Dann brauche ich noch davon welche. Da. Und ein Rohr dazwischen.
Rohre sind hier. Zack. So. Und dich danach zu setzen. So, wir haben jetzt 3 von den guten und dafür haben wir 6 von den Turbinen. Und wir schaffen die 100 Grad. Doch, sieht gut aus. Okay, also ein Boiler 540 durch 2. Also einer von den Standard-Yuri-Boilern schafft es, 2 Turbinen zu betreiben. Das klingt doch schon mal sehr gut. Oh, 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 was ist? Hallo Jungs. Das war gerade mein erster Angriff. Das kommt doch noch gar nicht bis nach da oben. Türme. Baum, Stein. Da war Stein. Ich baue euch mal kurz ein bisschen um. Ich baue hier oben jetzt noch einen extra Drill hin, der das sofort in den Schmelzofen schmeißt. Damit wir sofort da draus... Oh, ich habe keinen Stein. Damit wir sofort da draus Ziegel machen können. Und bau bitte die erste Rüstung, weil ich wäre gerade fast gestorben. Das war kein so tolles Gefühl. Abbrechen, 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 abbrechen. Weitermachen, 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 weitermachen. Und den Drill. Also, hier kommt ein Drill hin, dahinter gleich ein Schmelzofen. Und am besten auch noch eine Fabrik, damit dann sofort die Mauern draus gemacht werden können. Habe ich Mauern überhaupt schon erforscht? Ja, habe ich. Okay. Und hör auf, das zu machen. Mach endlich den Drill. So, du kannst schon mal dahin. Du kriegst hier deine erste Kohle. Dann wird das von da aus in die Fabrik gelegt, die ich aber auch noch bauen muss. Und von der Fabrik aus in die Kiste. Da landen die Mauern. Da ist der Drill. Go. Da ist die Fabrik. Go. Bau. Oh Gott. Dauerangriff. Halleluja. Das könnte jetzt lustig werden. Bau. Bau. Wo sind Türme da? Es kommt immer von hier. Warte mal, hier ist der Durchgang. Hier ist der Durchgang. Okay, 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 okay. Turm. Muni. Also es ist schon mal schön, dass wir jetzt so schnell eine Quelle haben für Alien-Artefakte. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gesagt, dass es passiert. Also so, ne? Dritte Folge jetzt. Ende dritter Folge. Das heißt, nächste Folge wird damit verbracht, ganz viele Mauern zu bauen oder bauen zu lassen. Und sich hier aufzustellen, dass ich die Angriffe aus dem Nordwesten abwehren kann.